Es ist Zeit für Ifrit. Es ist Zeit für Ifrit. Machen wir Ifrit. Wir machen Ifrit. Den schnappen wir uns. Oh, Mega Flare. Machen wir uns Ultimate. Oh, what? So, Zeit für ein bisschen Epicness, ne? Barmut sehr viel größer als wir. Ich glaube ja, ne? Hey, er hilft uns den Kristall kaputt zu machen. Barmut sieht sehr realistisch aus in diesem Spiel, sehr schuppig und so. Was macht es da? Ist er wie Naruto? Mit dem Baum am Ende. Wird dann unsere Kampfarena sein? Na ja. Ja, macht Sinn. Okay. Steuerung erstmal. Mal gucken, wie hat hier alles funktioniert. Ne, warte mal, ich habe jetzt hier diesen. Ja, bei diesem Schild, genau. Oha. Oh. Ich vergaß. Obwohl, habe ich gerade was gemacht? Ich weiß es nicht. Wie dieser Kampf auch wieder ewig dauern. Ich dachte, ich was dagegen hätte. Aber ich darf halt da rausgehen. Ja. Keine Ahnung, mir gefällt immer noch die Version von Barmut aus Final Fantasy 10 am besten. Da voll die badass Version irgendwie. Wenn die ganze Zeit die mal ihr Arme verschränkt. Stand wie eine 1. Lebensflamme. Oh. Machen wir ein Tag Team. Lass meinen Bruder in Ruhe. Boah, wenn ich jetzt noch mächtiger. Okay, ich weiß nicht, was da stand. Ich konnte da nicht erkennen in dem ganzen Licht. So, Stichflair. Einen gewaltigen Lichtstrahl zu umfesseln. Oh. Er hat nicht schon lang genug ausgesetzt. Jetzt kommt er ins Schwanken und bricht jegliche Fertigkeiten ab. Oh. Oh. Warum muss ich die kaputt machen? Ich weiß nicht, ob das richtig war.
Weil die Final Fantasy 10 Version von Mega Player gefiel mir auch viel besser. Wo er sich einfach nur so am Boden festgehalten hat und diese riesige Kamehameha-Welle auf die Gegner gefeuert hat. Final Fantasy 10 Barmut war immer noch die beste. Der ist einfach so durch die, selbst wenn man den beschworen hat, der ist einfach so durch die Luft geflogen. Er ist einfach wie so ein Meteorit irgendwie aus dem Himmel gestürzt und gelandet. Dann steht er so mit verschränkten Armen, weil in dem Spiel war der irgendwie, weiß nicht. Da stand er irgendwie noch zwei Beinen. Hatte auch ein paar Flügel noch. Stand die ganze Zeit mit verschränkten Armen, ja, bis man ihm irgendwie ein Kommando gegeben hat. Oh, guck mal, wie groß der hier ist, ey. Er ist riesig. Ja, wollte schon sagen, ich habe die ganze Zeit geschossen, aber irgendwie habe ich nicht geschossen. Da schießt sich mein Laser auf ihn, ne? Oh, Giga Flare. Das ist ein Angriff von Neo Barmut manchmal. Ja, so sieht Mega Flare normalerweise aus. Und so ein dicker Strahl. Ja, in den Final Fantasy Spielen gibt es auch noch so, weil nicht Neo Barmut oder Barmut 0 oder irgendwie sowas. Und der kann Giga Flare. Joshua regeln. Spiel mal Joshua. Dann wir spielen als Joshua. Ja. Boah. Kämpfe erneut als Phoenix. Feuerball ausweichen. Ja. Dieser Feuerball auf ein Ziel abzufeuern. Werde ich schon hinkriegen. Aua. Oh, das ist ein bisschen komisch zu steuern. Ich muss steuern, wie ich muss ihn steuern und das Fadenkreuz gleichzeitig. Ich werde das unendlich machen. Ich würde lieber das dann machen. Also wie stark war Armut ist, ne? Wenn es jetzt zwei S-Bahn braucht. Okay, manchmal tue ich irgendwie diesen Strahl ab, weil ich weiß nur nicht wie. Oh, das ist so schwer zu steuern, ne? Ja, der Weg ist meint schon irgendwie, Clive ist der stärkste Hauptcharakter Final Fantasy. Ja, mit den Proportionen hier, ne, ja, stimmt schon. Ich frage mich auch jetzt, was hier auch passiert ist, ne, warum der auf einmal jetzt hier randaliert. Können wir bestimmt gleich herausfinden. Ich würde irgendwie raten, Ultima, ne? Irgendwas mit Ultima. Ah. Ich dachte irgendwie so, das Finale von Final Fantasy 15 wäre episch, ne? Wo man irgendwie ja sich diesen Dragon Ball Z-ähnlichen Kampf hier mit dem finalen Boss abliefern und irgendwie durch so eine ganze Stadt fliegt und sich prügelt. Deswegen ist das ja nix. Da voll übertrieben, was hier abgeht.
Aua. Oh, ist einfach in der Luft. Ja, das ist genau wie in der Beschwörung von Bahamut aus Final Fantasy 10. So über den Wolken. Ich setz mal einmal Heilung ein. Wir sind Schiss gerade. Ist doch vielleicht mal ausweichen, ne? Mit R1. Also wenn ich wenigstens irgendwie das Fahnenkreuz und Phoenix ja mit zwei verschiedenen Sticks spielen würde, dann wird das viel einfacher sein. Ne? Ich muss ja beides mit dem linken Analogstick steuern. Das ist ein bisschen schwierig zu handhaben, finde ich. Au. Ich weiß übrigens auch nicht, ob sich Phoenix und Ifrit die Heilung hier teilen, ne? Ich glaube nämlich nicht. Ich habe glaube ich schon einen eingesetzt, aber Joshua hatte irgendwie wieder. Der hatte irgendwie weiter nicht wieder alle sechs. Na. Oder ganz aua. Hey, immer wenn er mich trifft irgendwie. Geht der Kampf in die nächste Phase. Da weiß ich jetzt auf einmal los. Schieß mal immer alle ab. Macht er überhaupt Schaden? Ich glaube nicht, dass er Schaden macht. Mach ich mal alle kaputt. Der dauert gar nicht so lange, bis er auflädt. Ja, ich sag, was sagt man eigentlich hier dazu, wenn man das hier spielt, ne? Das ist schon ganz schön episch, ne? Ich weiß gar nicht, was ich hier so großartig sagen soll. Bin gerade voll hin und her gerissen hier so. Das ist übelst episch. Und Odin klopft sich die ganze Zeit mit dem, ey. Das ist schon krass, ne? Jetzt gibt's wieder aufs Maul. Team, komm. Jetzt oder nie, Joshua. Aber ich habe wieder alle sechs Dinger. Die Spiele tun aber auch echt hart dann irgendwie so auf Präsentation irgendwie setzen, ne? Weil ich finde da jetzt nicht unbedingt sehr schwierig hier gerade. Ich meine, es ist immer noch möglich hier zu verlieren, nehme ich an, ne? Aber es ist ganz schön schwer, habe ich so ein Gefühl. Ja, aber danke. Ah ja. Ja, es wäre ein All Monster. Ne, was hat nochmal geil gesagt? Naruto.
Ich sag ein All-Out Monster Smackdown. Oh, Doppel. Lass die Ströme kreuzen. Ja, das Stück. Oh Gott, was mit dem Hintergrund gerade passiert? Ja, irgendwas sagt mir, ich hätte da vielleicht den Strahl aufbewahren sollen. Ja, fast schon. Oder? Ich glaube nicht. Okay. Wenn du meinst. Oh, der Countdown. 3, 2, 1. Ja. Jetzt, wenn man gegen Bahamut kämpfen muss in Final Fantasy, lässt er immer einen Countdown irgendwie ablaufen. Und danach setzt er Mega Flare ein. Terra Flare. Oh! Oh! Komm schon, Joshua, schaffst du. Die Musik passt aber irgendwie nicht so. Hört sich an, als wäre ich gerade irgendwie auf dem Ball oder so. Und ich bin das schönste Mädchen auf diesem Ball. Hat er mich doch getroffen am Ende. So, jetzt aber Feuer frei. Boah. Noch voll aus der Nähe. Komm her, du Schwein. Habe ich mal einfach so. Wie viel war das? 1.000.000,8. Einfach drauf. Das ist so Anime hier, was hier alles gerade passiert, ne? Jetzt komme ich auch. Das war wie in One Piece Pirate Warriors. Ich glaube, den haben wir. Ja. Yep. Keine Fanfare. Kein Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Verdächtig. Kommt jetzt noch Neo Bahamut oder irgendwie sowas? Der ist immer noch am Leben. Na klar. Was jetzt? Oh, guck mal, der Kern. Oh nein, da kommt echt noch was. Wir müssen ihn aufhalten. Joshua. Trägt er den Äther? Finger weg davon! Gut gemacht, Joshua. Joshua, bist du in Ordnung? Verdammt, so geht das nicht weiter. Komm schon, Ifrit. Zeig uns deine wahre Macht. Ich glaube, ich weiß, was passiert, ne?
Sie war fusioniert. Ich glaube, wir sind fusioniert. Ja, ich glaube, wir sind fusioniert. Joshua ist in mir. So, wenn wir den jetzt nicht one-shotten oder so, ne? Auch können wir jetzt fliegen als Ifrit. Mega Flair kannst du ja sonst wohin stecken. Und jetzt komme ich. Wir kämpfen dem All gerade. Ne? Dann kannst du auch ein bisschen übertreiben. Machen wir ihn jetzt voll fertig. Ich glaube ja, ne? Ja, wir kämpfen ja mal. Kämpfe als Ifrit Ascensus. Ifrit Ascensus stehen verbesserte Versionen der meisten Fertigkeiten von Ifrit zur Verfügung. Zum Beispiel ist aber dann Lösung auf Lichtgeschwindigkeit. Eine Fähigkeit, die wird Phoenix zurück eine Stelle. Na klar. Okay, ja, warum nicht? Komischer Name, aber Ifrit Ascensus, warum nicht irgendwie so Neo Ifrit? Da würde irgendwie voll passen, weil wir gerade gegen Barmut kämpfen. Ah. Alter. Ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn das Spiel nicht irgendwie Spiel des Jahres oder so wäre, ne? Ich meine, komm. Was hier gerade abgeht, ne? Das ist schon krass. Ja, ich wollte düsen, aber war schon zu spät. Machen wir mal den ja. Geil. Das ist voll übertrieben, ja, was hier gerade abgeht, ne? Ich will es nur mal so sagen. Oh, hat so geholfen, ne? Ich vergesse mal, dass ein Schild sein soll, ne? Supernova. Na klar, jetzt ist er auch noch sehr viel rot. Oh mein Gott. Aber wenn es schon irgendwie so viel braucht, um Barmut zu erledigen, ne, dann macht der Barmut ja eigentlich noch viel stärker, ne? Wenn wir irgendwie zu zweit hier auf den einen dreschen müssen. Wir haben schon so viel auf den einen gedrescht, ne? Der steht immer noch. Oder fliegt immer noch. Also komm her. Da gibt es bestimmt irgendwie so einen richtigen Zeitpunkt, das einzusetzen, ne? Ich baller halt einfach so. Ups. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht gerade. Habe ich schon gewundert, ey. Warum keine Siegesfanfare gerade kam. Ich habe Lichtgeschwindigkeit auf meine Seite. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, dass die beiden vielleicht fusionieren können. Und ich kann auch begründen, warum. Und zwar kann ich eigentlich nach oben und unten fliegen und so. Okay, ich habe gerade X-Ring, bin voll auf den drauf gedüst.
war in dieser Bibliothek, da konnte man die ganzen Espers und so ja nachgucken, ne? Und die einzige Esper, die uns noch gefehlt hat, war direkt hinter Ifrit und Phönix, ne? Und ich denke ja die ganze Zeit, Leviathan ist die letzte Esper, ne? Aber das würde ja bedeuten, irgendwie die, ich nehme an, die sind irgendwie so nach Wichtigkeit so ein bisschen sortiert, ne? So, ja, Ifrit ist natürlich der wichtigste, dann kommt Phönix, ne? Und Leviathan haben wir bis jetzt noch nicht gehört und noch nicht zu Gesicht bekommen oder irgendetwas. Also habe ich mir schon gedacht, so, Leviathan kann doch nicht eine höhere Priorität haben als die ganzen anderen, die wir schon begegnet sind. Deswegen habe ich mir schon irgendwie gedacht, das ist bestimmt irgendwie so eine Fusion zwischen den beiden. Ich hätte das vielleicht mal so sagen sollen, weil jetzt klingt das irgendwie so voll so, ja klar, hast du das gesagt, ne? Kann ich auch jetzt sagen, im Nachhinein, ne? Aber das habe ich wortwörtlich irgendwie mir schon so gedacht. Weil Leviathan hat man noch nicht irgendwie gehört, hat man noch nicht zu Gesicht bekommen, noch nicht mal erwähnt. Deswegen habe ich immer länger irgendwie daran gezweifelt, hat er überhaupt existiert in diesem Spiel. Ja, keine Ahnung. Ich vergesse mal, mit Kreis kann ich doch hier. Okay, machen wir weiter mit Barmut, ne? Wäre geil, wenn man so viel Mega Flares einsetzen könnte, ne? In den Spielen. Also warte ich von dem mal zuvor hier. Ich ja abbrechen. Na? Ich dachte, ich kann nicht damit abbrechen. Bonk. Zack. Zack. Das ist voll der Final Fantasy Wet Dream hier. Ah. Oh nein. Oh, jetzt habe ich meinen Super Laser natürlich nicht zur Verfügung gerade. Oh, setzt du jetzt noch einen Supernova Flare? Ultima Flare? Für Flares kannst du ja noch mehr aushauen. Ja, hier ist mein Flair. Boah, sieht da viel ab. Oh, Terra Flair steht sogar da. Nein, danke. Ich kann mich einfach zu den Hintern teleportieren. Ah. Komm her, du Stück. Haha. Hab ich abgewehrt, machst du jetzt? Ja. Eine angefeicht brennendes Schicksal. Ah, ich bin da voll reinge. Und den Kampf will ich mal sehen, wie denn jemand mit No Hit macht, ne? Also ohne getroffen zu werden. So, so bleib mal da stehen. Kämpf ich den überhaupt? Ja. Wie viel stärker kann denn da bitte schön Ultima sein, ne? Das ist ja schon irgendwie voll überkrass. Ja, der ist aber auch übertrieben stark, ne? Nehmen wir da auch nicht auf. Wir
Zeta Player, na klar. Oh. Jetzt haben wir aber genug Flares, ne? Wir können einfach drumherum fliegen, ne? Wird auf die Erde knallen. Wird die Erde kaputt machen. Ja, ich hab schon gebasht. Ich würde erstmal gerne ins Thema passieren, wenn man das vermasselt. Ich meine, dann stirbt man, ne? Aber die Animation würde ich gerne sehen. Anfahre. Anfahre. Na komm. Ja. Das war episch. Ey, yo, voll krass. Okay. Oh, guck mal, da haben wir einen Lichtsplitter. Das heißt, wir kriegen bestimmt eine neue Waffe jetzt dafür. Irgendwie glaube ich, wir kämpfen nicht mehr gegen Shiva oder bekommen Shiva oder so, ne? Weil Shiva hier die ganze Zeit bei uns ist, ne? Also Jill. Weil, wäre ein bisschen komisch, von Bahamut zu Shiva runterzugehen. Aber okay, ja. Das war ziemlich krass. Weiter. Wir haben mal kurz im All gegen Bahamut gekämpft, ne? Man kennt's. Typisch Final Fantasy. Ja, er ist tot. Das war der letzte Kristall. Oh, ich dachte, da war noch einer übrig hier in dem Land von dem anderen Typen. Diesen anderen König. So, du schuldest uns ein paar Erklärungen, Kollege. Joshua. Es tut mir so, so leid. Du lebst. Und was zählt, ist nur das, Bruder. Ich hätte nicht zu träumen gewagt, dich wiederzusehen. Wieder vereint. Jill. Oh, alle wieder vereint. Boah, ich hatte den krassesten Traum, da glaubt ihr nicht. Oh. Oh. Das ist für meinen Vater. Nein! Okay, ja.
Ich frage mich, ob das zensiert wurde. So wie damals mit Tales of Berseria. Ist getan. Da wurde ja... Dämon, der uns auseinandergerissen hat, ist tot. Weil damals wurde ja Augenkind auch getötet, aber das hat man auch nicht so gesehen. Wie der durchbohrt wurde, ja, von dem Schwert. Okay, ja, das erklärt einiges. Der Mutterkristall, er zerfällt. Ja, nichts wie weg hier. Nein, warte. Das bin ich ihm schuldig. Na gut. Oh. Ups, was passiert, wenn ich essbar anfasse? Sorry. Ein weiteres Exemplar für unsere Kollektion. Stehen seiner prinzlichen Hoheit. Der Rat hat keine Macht einzuschreiten. Was ist verweigert? Priorität hat das sofortige Löschen der Feuer um das Palais. Oh, ist er gar nicht tot? Ist das die Gegenwart gerade? Steh nicht rum, los! Weil auch irgendwie so ein Trick von Ultima. Oder... Verstand verloren. Das ist die Vergangenheit. Ruf sofort die Dragoons zurück. Keine Sorge, der Bevölkerung werden sie kein Leid zufügen. Oh, das ist Ultima, oder? Ich komme euch zu retten, Vater. Du willst was? Üble Schatten lauern im Herzen Sanbrex. Sie stammen von eurer Frau. Der Verräterin Annabella. Warum ist sie so selbstbewusst? Der Typ steht da mit einer Lanze und mit den lodernden Feuer des Hasses in seinen Augen. Ihr wollt es nicht sehen, doch sie hat euren Geist verdunkelt, euch euer Selbst vergessen lassen. Vielleicht ist ja sie Ultima. Ihr wart ein gütiger und gerechter Herrscher und kein Tyrann. Warum wendet ihr euch jetzt von eurem Volk ab? Warum wollt ihr jetzt die Feuer des Krieges schüren? Auch ihr habt diesen Wandel miterlebt, eure Eminenzen. Und ihr wisst so gut wie ich, wer dafür verantwortlich ist. Ihre Marionette sitzt nun auf dem Thron, doch ohne ihre Fäden verliert auch sie ihre Macht. Was? Dion! Vor mir willst du deine Waffe erheben? Wachen! Ergreift ihn! Für jeden Untertan, der stirbt, wird ein neuer geboren. Für jedes Heim, das brennt, ein neues errichtet. Dies waren eure Worte. Doch wenn jeder eurer Untertanen tot ist... und von ihren Häusern nichts mehr bleibt außer Asche. Was wird dann aus eurem Reich, seinen Herrschern, eurer Göttin? Die Mutterkristalle verblassen mehr und mehr. Die Fäule verschlingt alles, was uns lieb und teuer ist. Und unser Volk vertraut seinem Kaiser, es zu schützen. Doch er strebt nicht nach einer sicheren Zukunft, sondern plant, die restlichen Reiche zu erobern. Sogar wenn es alles kostet, was seine Bürger mit Mühe und Not aufgebaut haben. Dion, verstehst du denn nicht? Es ist doch ein geringer Preis, oder nicht?
Du hast deine Macht nicht umsonst bekommen, Dion. Dafür ist sie doch da. Also geh und hol mir Valisthea, Bruder. Vater, er hat seine Kinder wirklich geliebt. Dass er für mich sterben würde, war klar. Die Frage war nur wann. Du, was hast du? Du hast wirklich lang an dich gehalten, doch bist letztendlich zerbrochen. Und nun nähert Mythos sich uns. Wollen wir doch mal sehen, wie viel er ertragen kann. Los, Bahamut. Vatermörder. Sehr gute Synchronarbeit. Schon wieder. Also ganz nebenbei, ne? War voll gepackt in der Cutscene gerade. Später. Ja, was machen wir mit ihr? Du kannst hier nicht bleiben, Mutter. Komm. Nimm meine Hand. Thema. Bleib mir vom Leib! Das ist alles ein Traum, nur ein Albtraum! Du kriegst mich nicht, Dämon! Du kriegst mich nicht! Oh, sie ist sowas von tot. Sie wird gleich von irgendwas erschlagen da oben. Okay. Ich nehme an, dann gehen wir, ne? Okay. Mütter, habe ich recht, Joshua? Nicht jetzt, Clive.
Befehl. Zwei Lohen. Entspannt euch, Majestät. Einige Zeit später. Warum ist sie eigentlich in jeder Szene nackt? Wollen wir spielen? Es ist so lang her. Wenn ihr es wünscht. Ha. So armselig wie alle anderen. Solch erbärmliche Wesen. Ihr besitzt die Macht der Esper und doch führen euch eure belanglosen Affekte in den Ruin. Und so bindet ihr euren schwachen Willen an die Fäden eures Bewusstseins. Ein kläglicher Versuch der Selbstbewahrung. Das Schicksal hat die Söhne des Feuers wieder vereint und einen Augenblick hat ihre Flamme hell gebrannt. Das ist bestimmt der andere Typ, ne? Mythos wird ein perfekter Leib uns empfangen. Und die Welt wird neu erschaffen werden. Erst müssen die Fäden durchtrennt werden. Der Treue, des Respekts, der Liebe. Erst wenn jeder dieser Fäden vom Bewusstsein getrennt wurde, wird Mythos zu uns zurückkehren. Durch Primogenesis wird alles verlöschen. Die Menschheit wird ihre Fehler verlieren. Und Mythos seinen Willen. Doch während er ihn in sich trägt, ich finde das so creepy, wie der seinen Mund nie komplett zumacht. Verknüpfen lassen. So bitten wir dich. Finde Mythos und zerschneide sie alle. Wie soll ich zerstören, was nicht greifbar ist? Das ist unmöglich. Deine schwarze Klinge vermag alles zu zerschneiden, Odin. Wir werden eins mit Mythos. Die Welt wird erneuert werden. Nur darf unser Leib sein Menschsein nicht weiterentwickeln. Der Typ ist so creepy, ne? Euer Wunsch, mein Herr, ist mir Befehl. So komplett unironisch, ne? Und wer ist sie? Ist doch noch einer. Und gleich irgendwie gesagt hat, der letzte Kristall. Okay. Ja, ich werde definitiv geschnitten haben hier irgendwann, ne? Obwohl, lass mich mal nachgucken, ne? Ich glaube, das sind wieder so 2,45 Minuten Parts, aber ich muss ja sowieso weitermachen, ne? Ich kann ja nicht speichern gerade. Ja, ich muss so oder so weitermachen. Ich kann ja nicht gar nicht speichern oder so, ne? Oder ich meine, hat bestimmt automatisch gespeichert und so, aber ja. Was ist los? Geht es ihm besser? Er schläft. Schon seit wir zurückgekommen sind. Weißt du was mit dieser einen Frau, die mit Joshua immer Taya sagt, umkreist sind? Wieder bei Kräften ist. Zumindest vorerst.
Er hat etwas auf seiner Brust. Eine Schwellung. Versteinert. Hab ich mir schon letztens gedacht. Der Fluch. Jeder Berg, den wir erklimmen, gibt den Blick auf den nächsten frei. Es nimmt kein Ende. Ich mag Berge. Sogar der Himmel scheint sich davor verschließen zu wollen. Sich vor allem noch weiter ausweiten jetzt. Na gut. Aus den Fugen. Die Macht des Lichts. Clive hat ein Stück der Essenz Bahamuts einverleibt. Das Beschwören von Bahamuts Kraft ändert nicht nur die Inventarausrichtung einer Magie. Ja, okay, kennen wir. Bahamuts Essbarkraft. Oh. Nach Li Qing cool. Also so ähnlich wie Amu. Wird wohl noch eine Weile schlafen. In der Zwischenzeit sehe ich am besten mal bei Otto vorbei. Ja, Otto, den jeder liebt, ne? Ich hebe mal noch ein. Okay. Was sind ja noch so? Oh Gott, wer war er noch mal? Ach ja, von der Wüste. War mir irgendwie so aufgefallen, weiß nicht. Mir ist schon letztens aufgefallen, er sah so ein bisschen aus wie Clive, ne? In seinen jüngeren Jahren. So, kann ich schon direkt mein Schwert verbessern? Das würde ich nämlich gerne machen. Ihr seht nämlich so aus, als wäre was Neues. Ist was kaputt? Ja, meine Seele. Lichtbrand. Oh. Zwei mehr Angriff. Was habe ich denn ausgerüstet? Felskeil, Lichtsplitter. Das sieht irgendwie nicht so viel stärker aus, als was ich habe. Sollte eine Weile halten. Ach ja, Excalibur. Boah. Und schon direkt. Was das? Direkt eingeholt, ey. Nett. Gibt's doch nicht direkt schon wieder aktualisiert, Datei. Die Zeiten sind hart. Deck dich ein, solange. Ja, wenn du mich nicht anmeckern würdest, jetzt mal, wenn ich verkaufen würde, würde ich so was kaufen. Fertig? Aha. Im Versteck haben alle ihren Appetit verloren. Das ist mal eine andere Musik hier. Twilight. Ein bisschen bessere Stimmung gerade, ne? Gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einen Schnitt mache. Ich will gleich mal gucken. Aber ich meine, das ist irgendwie so ein guter Punkt, jetzt hier einen Schnitt zu machen. Da haben wir so 45-minütige Parts. Dann haben wir so den Kampf gegen Bahamut so gegen Ende, ne? Ich glaube, der war so kurz vor einer Stunde, hat er angefangen. Ha, wissenswert. Werdet ihr sicher sehr interessant finden. So, ich muss jetzt hier noch mal nachgucken. Ich muss das jetzt hier noch mal nachgucken. So, hier hat sich jetzt wahrscheinlich ja. Also gibt es hier nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, aber ich dachte, Ifrit ist ja nicht offiziell. Das heißt, es gibt nur eine Feuer-Eisbahn, ne? So, wo war das nochmal? Ich muss auch jetzt mal nachgucken. Kristall Magie. Nein, Eisbahn.
Magische Wesen. Historisch belegt sind hier genau 8 Esper. Jeder eine der 8 Elemente zugeordnet. Feuer und Wasser, Blitz und Eis, Wind und Erde, Licht und Dunkelheit. Ja. Also ist ja Leviathan irgendwo. Aber der ist so komisch hier angeordnet dann, ne? Der müsste ja hier sein. Und der kommt dann hinter Typhoon, ne? Und Typhoon ist ja keine Esper, ne? Der müsste ja auch hier irgendwo so angeordnet sein, ne? Feuer, Eis, Donner, Wind, Erde, Licht, Dunkelheit, ne? Also hat es irgendwie Sinn gemacht, dass hier Leviathan gewesen wäre, ne? Aber wie gesagt, weil hier die ganze Zeit frei war, würde das ja irgendwie bedeuten, Leviathan wäre so prioritätsmäßig irgendwie hier vor Shiva und Ramu, ne? Aber das hätte ja schon wieder keinen Sinn gemacht, ne? In der Wichtigkeitsrangliste, sag ich mal, ne? Deswegen bin ich so gerade ein bisschen verwirrt, ne? Vielleicht ist Ultima Leviathan, keine Ahnung. Aber Leviathan ist jetzt nicht direkt irgendwie. Ich hoffe, euer Wissensdurst ist gestillt. So ein Big Deal, dass der jetzt irgendwie ein finaler Boss wäre. Was ist hier eigentlich? Ja. Gut, ich bin mir ziemlich sicher. So partmäßig war das jetzt eigentlich in Ordnung, so von der Länge, ne? Ich glaube, wir haben so nach 45 Minuten fing der Kampf gegen Barmut an. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das heißt, ich glaube, ich kann jetzt hier einen Schnitt machen. Dann haben wir so 2,45 Minuten Parts, ne? Weil ich habe irgendwie aufgepasst, ich habe irgendwie auf die Zeit geguckt, als ich irgendwie, als der Kampf gegen Barmut anfing und so nach einer Stunde kam so die zweite Phase von Barmut. Ich will jetzt nicht hier in zwei Parts einteilen. So eine Stunde haben wir irgendwie so, weil nicht 15 Minuten den Kampf gegen Barmut am Ende und dann haben wir die ersten 15 Minuten im nächsten Part gegen Barmut. Deswegen mache ich das dann so, ne? Versuche ich so den ganzen Barmut-Kampf irgendwie in einen Part reinzuschneiden. Ich hoffe, das funktioniert so, ne? So, jedenfalls würde ich sagen, das war's für dieses Feuer. Kann ich ja speichern? Ja, ne? Bin mir ziemlich sicher, ich kann speichern. Guck mal, die Karte wird auch ein bisschen dunkler, oder bilde ich mir nur ein? Ist sie ein bisschen dunkler geworden, oder bilde ich mir nur ein? Na gut, ich bin mir ziemlich sicher, beim nächsten Mal gibt es ja wieder einen Haufen Nebenquests, die wir machen müssen im Versteck oder irgendwo anders. Von daher sage ich dann, ja, dann machen wir beim nächsten Mal. Hier kann man einen Schluss machen für heute. Und sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr hinterlasst, doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.